Jo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Daily-Video, Leute, denn ich bin heute wieder extrem gut gelaunt und mache das, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Leute, heute habe ich etwas für euch, für alle Katzenliebhaber, für alle Tierliebhaber allgemein, denn ich reagiere heute auf die Katzen, die ihr Zuschauer mir zugeschickt habt bei Instagram. Ich reagiere auf lustige Videos von Katzen, auf Bilder von Katzen, die extrem lustig sind, auf süße Katzen, auf alles, Leute. Es haben wirklich richtig, richtig viele von euch eingesendet, richtig viele. Es wäre niemals möglich gewesen, das alles in ein Video zu packen, Leute. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Es kann auch gut sein, dass ein paar durchgeflutscht sind bei den DMs, wenn ich zum Beispiel eine Stunde oder so nicht auf Instagram online war. Und ich freue mich sehr mit euch jetzt diese Bilder und Videos durchzugehen, Leute. Man muss auch dazu erwähnen, dass ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, hey, warum machst du das nicht mit Hunden? Das können wir nämlich machen, denn wenn ihr mir jetzt auf Instagram eure lustigsten Videos von euren Hunden schickst oder Bildern, dann kann ich da auch ein Video zu drehen. Aber ganz wichtig, Leute, ganz, ganz wichtig, bevor ihr jetzt auf Instagram geht, ihr müsst aber eure Kontos öffentlich haben, zumindest heute und morgen, damit ich auf die Bilder zugreifen kann. Sonst geht das nicht. Dann kommt euer Hund relativ sicher nicht ins Video. Das war auch leider bei ganz vielen Einsendungen mit den Katzen so, dass voll viele von euch ihre Kontos nicht öffentlich hatten und ich deshalb gar nicht erst auf die Bilder zugreifen konnte, die ihr mir per DM geschickt habt, weil das dann eine verschlüsselte Nachricht ist. Leider. Aber... wir machen gar nicht lang rum. Wie gesagt, für alle, die ein lustiges Video von einem Hund haben oder ein lustiges Bild von ihrem eigenen Hund, dann schickt mir das einfach auf Instagram. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mit euren Katzen, nachdem ich mich bei den Glocke-Aktiven und den Übermotivierten bedankt habe. Danke, dass ihr wieder am Start seid. Ihr seid die krassesten. Und los geht's mit einer kleinen, süßen, weißen Mioi. Wisst ihr, das ist schon sehr... Weiter geht's mit einer Katze, die wahrscheinlich in eure DMs leiden wird, so wie ich das hier auf diesem Bild erkannt habe, liebe Freunde. Normal, wenn deine Katze einfach mal kurz sagt, hey, kann ich mal kurz ein paar Mails checken oder mal hier bei meiner Freundin in die DMs sliden, du weißt Bescheid. Da war diese Katze natürlich die erstbeste. Im folgenden Bild sehen Sie, wie zwei Katzen ihren Unterschlupf mit einer Schublade verwechselt haben. Liebe Freunde, das sind auf jeden Fall Ehrenkatzen. Die haben sich ordentlich gegönnt, würde ich mal sagen. Einfach so in der Schublade am Chillen. Oh, das ist eine Bananenschale, glaube ich. Brr. Er macht brr. Ist ja nicht normal. Mega. Also ich kenne das nur von Katzen, die irgendwie Angst vor Gurken und so haben, aber vor einer Banane, das war ja auch wirklich eine nice Reaktion, dieses... Hello there. Kann man auf jeden Fall machen, würde ich jetzt nichts gegen einwenden, liebe Freunde, Bruder muss los. Als nächstes haben wir folgende Katze, die den Urlaub mit einem ganz normalen Arbeitstag verwechselt hat und sich da mal ordentlich, die Sonne auf den Bauch hat strahlen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Liebe Freunde, was ist das? Wie nice ist dieses Bild? So, yo. Wir kommen tatsächlich bei der nächsten Katze zu einem meiner persönlichen Favoriten, denn wir haben dieses Gesicht hier. Hello there. Wie unvorteilhaft muss man seine Katze bei einem Fotoschießen erwischen? Das ist wirklich ein geiles Bild. Vielen Dank für deine Einsendung. Ich habe schon mal gehört von Catwoman, Superman, Batman. Keine Ahnung, mir fallen da so ein paar Leute ein. So ein paar Superhelden. Aber gibt es auch Supercat? Bruh. Sie chillt einfach so an diesem Fliegennetz. Als wäre das so ein Daily Business. Wisst ihr, was ich meine? Die wollte gerade so... Diese Küche, dieser Herd hat gebrannt und sie wollte da einfach so kurz reinfliegen. Wisst ihr, was ich meine? Oha. Killerblick. What? What's she doing? Hä? Wie schnell war diese Drehung aber? Es war so... Ja, da bin ich. Swag, swag on you. Chillin' by far, what we eatin' for and do. Hier haben wir tatsächlich die erste Katze im Bruder muss los Modus. Ein Applaus für dich. Ich feier solche Bilder, ne? Sie denkt sich so, damn, nobody, anybody, no, just now. Hier haben wir wieder zwei süße Kätzchen am Start, die einfach am Kuscheln sind. Ich finde, dieses Babys passt da eigentlich relativ gut als Titel, muss ich ehrlich sagen. Habt ihr eigentlich schon mal was von einer Schüsselkatze gehört? Falls ihr euch gar nichts unter einer Schüsselkatze vorstellen könnt, liebe Freunde, ich werde euch jetzt zeigen, was eine Schüsselkatze ist. Denn eine Schüsselkatze ist eine Katze, die einfach in Schüsseln chillt, in Schüsseln schläft, in Schüsseln kackt und in Schüsseln pisst. Das hier ist der Beispiel einer Schüsselkatze. Was macht die? Das sind Mäuse, ne? She catching the mouses on the mobile phone. Damn.
Läuft auf jeden Fall bei der Katze. Wir müssen uns zügig halten, denn ich habe noch viele Bilder, Leute. Die habe ich mit reingenommen, weil ich die irgendwie extrem interessant fand vom Aussehen her. Sie ist mega schön einfach. Irgendwie süß. Jetzt haben wir diesen Moment von, ja, jemand schreibt euch an und ihr denkt so, wow, voll süß, so seht ihr. So, hä, voll der hübsche Mensch, so voll die hübsche Katze, ne? Dann swipet man so diese Profilbilder durch und dann kommt einfach, ja, Bruder muss los, Katze. Sie ist einfach so Business am Maken, wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr habt gestern ein Amazon-Paket bestellt und ihr habt keinen Bock, selber am Fenster zu stehen und zu gucken, wann der Postbote kommt. Dann stellt doch einfach eure Katze hin, liebe Freunde. Ehrenaktion, Bruder, auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sagen. Weiter geht's mit der Bruder, ich muss hier ganz dringend los, Katze. Da haben wir die nächste. Sie will da einfach nur noch weg. Autsch! Das hat sich ja schrecklich angehört. Damit werde ich euch jetzt nur ärgern, wenn ich das im Video lasse, aber ich lasse es drin. Stellt euch vor, Mama kommt und bringt euch eure neue Wäsche. Ihr habt aber gar keinen Bock darauf, weil ihr gerade Streit mit Mama habt. Was macht ihr dann mit der neuen Wäsche? Richtig. Ihr schmeißt sie einfach wieder raus, liebe Freunde. An der Stelle muss ich sagen, Ehrenkatze, schreibt mal Hashtag Ehrenkatze in die Kommentare. Wenn ihr das gemacht habt, dann auf jeden Fall eine kleine Belohnung für euch, denn jetzt kommt wirklich eine richtig süße Katze, Leute. Also schreibt's mal kurz rein, drückt mal auf Pause. Sehr gut, dass ihr Hashtag Ehrenkatze reingeschrieben habt, dann schaut euch dieses süße Ding an. Oh, wie kann man nur so süß sein? Ich habe erst einen Satz bekommen, ich denke, es ist an der Zeit, unter der Couch zu saugen, und ich habe mir so gedacht, hä? Und dann habe ich mal auf das Bild geklickt und dann habe ich so gedacht, geh mal saugen. Geh mal ganz dringend saugen, sonst muss der Bruder ganz dringend los. So, weiter geht's mit Cutie Pie. Guck mal, wie süß die ist. Oh, she's kinda cute. Ja, da hat jemand das Spiel wohl falsch verstanden. Aber wie gesagt, fürs nächste Video schickt mir doch einfach euren Hund heute direkt auf Instagram per Direct Message, Leute. Und wenn ihr gerade schon auf Instagram seid, dann lasst doch einfach gleich mal noch ein Follow da. Denn es lohnt sich, liebe Freunde. Oh, das ist Katze Krasavitsch auf jeden Fall. She's like slain, you know. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein Bruder muss los Gesicht. Der trifft's ganz gut. Oi. Oi. Oh, dazu braucht man nicht viel sagen, ne? Oh, okay, ich bin raus, Leute, ich bin raus. Das ist ja jetzt hier, ich muss mir eine Katze zulegen. Warum so süß? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hast du Hunger? Bro? You hungry man? Da hat mir jemand einen Stock geschickt und ich habe mir so gedacht, hä? Und dann kam als Text, darf ich vorstellen, Lucy, meine Stabheuschrecke, Leute. Ich habe mir halt auch so gedacht, hä? Soll ich, hä? So, okay. Da war einfach eine Katze in der Tüte, aber war ja irgendwie, was waren das denn für Augen, so, hä? Dieses Bild müsst ihr euch einfach nur anschauen, wenn ihr einen schlechten Tag habt, Leute. Seid ihr ready? In 3, 2, 1. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, aber falls ihr jetzt immer noch einen schlechten Tag habt, Leute, schaut einfach dieses Bild an. Aber ich habe gemerkt, einige von euch sind wirklich immer noch nicht wirklich amüsiert. Ich habe da ein Bild von der Katze zugeschickt bekommen, hab... Wait a minute! Ich habe da ein Bild von der Katze zugeschickt bekommen, hab... Gotti! Ich habe da ein Bild von der Katze zugeschickt bekommen, das ist folgende Katze. Ich habe tatsächlich dann großes Interesse geweckt, habe der Katze geschrieben, hey, Bock mal was zu machen, können wir uns kennenlernen, kannst du mir vielleicht noch ein zweites Bild schicken, so damit ich so ein bisschen sehen kann, wie du aussiehst. Ja, dann kam dieses Bild und ich habe mir gedacht, da brauche ich doch gar nicht mehr zum Kennenlernen gehen, diese Katze werde ich direkt heiraten, liebe Freunde. Oh Mann, ich habe wirklich Lachkicks geschoben, als ich dieses Bild gesehen habe, ne? Also, es soll überhaupt nicht böse gemeint sein, ich weiß nicht, ob man über Katzen lachen darf oder nicht, ich würde jetzt mal sagen, ja. Sie kann ja nichts dafür, dass sie schielt, aber wow, das ist wirklich sehr unterhaltsam, dieses Bild. Und dann habe ich mir einfach noch gedacht, um dieses Video wirklich glatt abzurunden, Leute, gibt es noch die Grumpy Cat für euch. Was? Guck nicht so, Len.
Leute, wie funny sind denn bitte eure Katzen und wie süß auch. So, ich hab ja, das war ja so eine krasse Mischung. Mega nice. Vielen Dank für all eure Einsendungen. Falls ihr das jetzt gesehen habt und gedacht habt, oh Mist, ich hab's voll verpasst, ich habe meine Katze nicht eingesendet und so weiter, dann können wir vielleicht mal einen zweiten Teil machen. Wenn euch dieser Teil gefallen hat, dann lasst mal einen dicken Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, Ehrenkatze. Und dann gucken wir mal, ob wir einen zweiten Teil starten. Aber als nächstes kommt dann die Tage vielleicht mal das Hundevideo mit euren Hunden. Lustige Videos, lustige Bilder. Ihr habt jetzt gesehen, woran ihr euch ungefähr richten könnt, liebe Freunde. Es war meiner Meinung nach ein mega unterhaltsames Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt jetzt und aktiviert die Glocke dazu. Das würde mich mega freuen. Und wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video, denn hier kommen jeden Tag Videos, Leute. Haut rein und ciao.